Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal und wir sind weiter im DLC der Nebelinsel und hier auf der Nebelinsel hat sich die Inquisition bereit gemacht, um, ja, um, wie sagt man so, um weiteres Land zu erschließen, beziehungsweise weitere Lebensmöglichkeiten zu erschließen. Die wollen hier die Nebelinsel, haben sie in Angriff genommen und der widmen wir uns jetzt. Auf der Nebelinsel sollen Seelenfresser-Ionenwesen treiben, was sich schon mal nicht gut anhört. Und die sollen wir umhauen und dann diese Insel hier reinigen. Und das werden wir tun, aber natürlich heißt das auch, die komplette Insel zu erkunden. Und das heißt, wir nehmen alles mit. Klar, die vier Quests sind eigentlich eher hier so angesiedelt, aber wir nehmen auch den Teil hier oben mit und den nehmen wir sofort mit sogar. Und dann können wir ja theoretisch da bestimmt drüber schwimmen bei dem Schiffswrack. Ich möchte nämlich wissen, was mit dem Schiffswrack hier auf sich hat, mit den Wracks auf sich hat. Und dann kommen wir hier so lang. Also wir haben einiges hier zu erkunden. Da scheint Ruin zu sein. Puh. Doch größer, als ich erwartet habe, glaube ich. Aber wir werden sehen, wie groß es sein wird. Letztendlich. Mal gucken, ob es länger dauert als die Insel der Diebe. Die war ja nicht so lang, ne? Eigentlich, glaube ich. Ich glaube, die waren nur ein paar Parts lang. Den habe ich doch schon gesehen, den Boy hier, den Dunkeldürrer. Bones ist anscheinend wieder irgendwo hängen geblieben. Der kommt schon zurecht, der kommt schon zurück. So, was soll das hier? Wieso kann man hier hoch? Wieso kann man hier abkürzen? Warum sollte ich das wollen? Warum wollen die Leute... Warum bauen die das ein? Warum spielen Leute ein Rollenspiel, um abzukürzen? Das würde keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Aber gut. Wir laufen mal ein bisschen hier rum. Finden einen Dunkeldürrer. Kann das sein, dass das aber andere Dunkeldürrer sind? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gar nicht so krass aussehen. Na, guck mal. Da unten kommen wir noch nicht lang. Bones habe ich schon wieder gehört. Sehr schön. Wir sollten uns wieder trennen. Oh, coole Aussicht ist hier auf unser... Guck mal auf unsere schöne Dämonenjäger-Fregatte. Coole Aussicht. Weiter geht's hier aber. Weiter geht's hier im Business. Hier waren wir ja eben gerade schon. Ich will erstmal hier ganz hoch, bevor wir da runtergehen. Holy shit. Oh, hier ist ein Teleportstein. Und ein Schwertdorn. Wieder für ein Elixier. Was ist das bitte für ein gigantisch geiles Bild? Kann ich meine Hut irgendwie ausblenden? Weiß ich nicht. Aber das ist mal sowas von ein Screenshot wert. Cooles Bild. Ich könnte jetzt natürlich auch nachgucken, wie ich die Hut ausblende, aber... Nö. Nö. So. Au, das tat weh. Und dann laufen wir hier lang zu den Dunkeldürrern, die anscheinend hier hochkommen, weil sie es können. Ja, Bones, dann helfen wir mal, den Schädel der Dunkeldürrer zu zertrümmern. Wie viel Damage wir halt auch mittlerweile schon mit normalen Schlägen machen, ist abartig. Hier, ich will den noch looten, Bones. Kannst du dich da mal verpissen? Mann. So. So, und dann gucke ich mal. Aha, da geht's da lang. Okay, dann können wir ja egal wie wir laufen. Gehen wir jetzt hier runter. Und dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Und dann läuft das. Hier noch irgendwas, ne? Aber hier gibt's einen Jadebrockenader. Bringen uns jetzt eigentlich die Tränke, wir haben das doch gelernt eigentlich, ne? Dass uns jetzt die Tränke und die Elixiere eigentlich auch mehr bringen sollen. Das bringt uns auf jeden Fall mehr. Aber die Elixiere bringen uns, glaube ich, nicht mehr, ne? Weil die Geistpaste hat, glaube ich, immer noch plus 5 gebracht. Ja, es steht immer noch plus 5 da. Schade. Da stand eigentlich auch, dass uns Elixiere mehr bringen. Hätte man ja auch auf 8 machen können, so wie hier beim
schürfen, finde ich. Wäre auch nicht zu OP gewesen, meiner Meinung nach. Aber vielleicht auch doch. Vielleicht sind die Tränke sind ja an sich schon so OP, finde ich. Das tat weh. Holy shit. Wie haben wir den denn gerade weggepfeffert, den Scavenger da? Den haben wir ja in seine Kollegen tot da rein gemessert, geschwertet, gepuncht. Oh, da ist wieder ein einzelner Scavenger. Okay, damit müssen wir aufpassen, weil die fliegen ganz schön weit. Ich sollte keine aufgeladenen Schläge mehr, voll aufgeladenen Schläge gegen die Leute machen. Und dann müssten wir wieder hier sein, wo wir gerade waren, oder? Ja. Gut, dann haben wir den Teil erkundet. Und gehen jetzt hier weiter. Kriegen natürlich wieder Damage, aber hier müssen wir kein Proviant nutzen, weil wir haben ja unseren guten Buddy Bones wieder mit. Und was habt ihr nicht davon gehalten, dass ich euren Buddy da gerade eigentlich voll euch ins Face geworfen habe? Und zwar tot. Ah, natürlich kommt hier ein Höllenhund aus dem Boden. Und etwas Böses scheint die Insel ja auch noch zu beherrschen. Wie Bones meinte, da bin ich sehr gespannt. Wahrscheinlich wieder ein Schattenlord oder so, mal gucken. Okay. Hier unten geht's zu den Schiffswracks. Holy shit, sind hier viele Warane. Gut für uns. Was war da? Einfach nur Knochen. Oder ein Ast, ein toter Ast. Was hat das hier mit den Wracks auf sich? Moin, Varan. Na, Wafan. Nee, ja, Wafan. Okay. Was hat's mit den Wracks auf sich? Können wir bis zu den anderen Wracks schwimmen? Und können wir diese Wracks hier ausnehmen? War das ein Äffchen? Nein. Das war eine Ratte. Hier ist ein Äffchen. Hey Kumpel. Kann ich hier irgendwie einen Buddy von uns hinschicken? Ich kann mich aber einfach selber hochziehen. Krug, Gold, natürlich. Da auf der anderen Seite ist genau das gleiche abgelegt. Das Äffchen, da werden wir gleich noch gucken. Da schicken wir gleich unseren Buddy noch los. Vielleicht gibt es ja doch was, was wir uns angucken sollten. Ja. Brauchst nicht rumschreien, Kollege. Alles ist gut. Eine Gabel, ja, dafür bin ich hergekommen. Für Gabelkrüge und Fernrohre. Dafür habe ich dieses Wrack aufgesucht. Nein, hier ist natürlich noch eine Truhe. So wie sich das gehört. Aber sonst gibt es hier nichts. Was ist denn das für eine Truhe? Eine 80er. Oh, wow, 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 wow. Chill. Okay, easy. Schön easy. Expeditionsflinte. Nice. Das ist jetzt sogar unsere Flinte. Unsere stärkste Flinte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hier gibt's. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Hätten wir das schon früher gemacht. Aber wir haben die Expeditionsflinte ja auch schon recht lange. Trotzdem schicken wir jetzt nochmal das Äffchen hier los. Vielleicht da drunter, um da nochmal reinzulaufen. Aber groß was anderes sehe ich hier sonst nicht. Doch, hier gibt's noch was. Halt, da gab's noch was. Schatulle. Nein, ich darf nicht unter Wasser mit ihm. Nur eine Schatulle, in Anführungsstrichen nur? Komm, Alter. Ich glaube schon, ne? Ja, scheint nur eine Schatulle in Anführungsstrichen zu sein. Gut, danke, Buddy. Wo bist denn du? Moin und sorry. Ihr Sadisten, die sich darunter ergötzen. So kann man... Nein, die kann man nicht erkunden. Okay. Nee, scheint nicht so, dass man die erkunden kann. Die umliegenden Schiffswracke, also wahrscheinlich nur die... Das nenne ich mal einen Schiffsfriedhof. Was wohl für Geschichten in diesen Planken stecken? Ja, die würde ich gerne wissen. Die würde ich mir aber auch anhören, Bones. Nun gut. Dann können wir zumindest zu den Wasser... Wracks nicht. Aber Alter, drei Warane. WTF. Natürlich kommt jetzt ein Sandteufel hier raus.
Obwohl ich den Varan eigentlich für mich anvisiert hatte. Das ging schnell. Kommen die anderen beiden Varaner auch schon? Nee. Die helfen so ihren Kollegen untereinander nicht wirklich, ne? Oh, es scheint dunkel zu werden auch. Gefällt mir nicht. Aber der wird seinem Buddy bestimmt helfen. Oh, die Armbrust ist nice. Ich war ja eher skeptisch am Anfang bei der Armbrust. Aber die, die wir gefunden haben, die Doppelarmbrust, die ist brutal stark. So. Da geht's dann den Wasserfall zurück. Was haben wir hier? Da würden wir zurückkommen. Ja, dann machen wir das auch mal so. Gehen wir mal hier oben nochmal zum Wrack. Und nehmen das dann hoffentlich nochmal auseinander. Ich finde, man hätte auch so einen Varan mega cool auf so einen Wrack packen können, oder? So irgendwie, weiß ich nicht, dass der das quasi als Haus irgendwie genommen hätte. Da ist kurz das aufgefüllt, weil ich wusste, dass da schon was passiert. Da war kurz ein Grafikbug, glaube ich, und da ist auch wieder ein Äffchen. Das heißt, hier müssen wir gleich unseren Buddy losschicken. Unseren Äffchen-Freund. Gut, dass wir früh, so recht früh im Spiel das Äffchen gelernt haben und uns sein Eins gekauft haben. Ein normales Äffchen und eine Ratte habe ich da schon wieder gesehen. Können wir hier da mit dem Wrack irgendwas machen? Ja, hier können wir sogar rauf. Okay, hier kann man ran ans Wrack. Naja, aber bringt nichts. Das bringt rein gar nichts. Die sind halt unter Wasser. Und hier ist noch ein Varan. Gut, jetzt hat man die halt hier hin platziert, ne? Aber nicht so wie ich meine aufs Wrack. Ist, glaube ich, nochmal cooler gewesen. Komm, er ist böse auf uns, guckt uns aber nicht an. Macht Sinn. Ey. Ey, Kumpel. Chill. Ey, ich will dir nichts Böses. Ich will dich nur töten. Nein. Bam. Ein viel weniger. Ich wollte schon gerade meinen, wie kann man denn den verfehlen? Unser Buddy, den Varan. So, was gibt es denn hier? Okay, und wir ziehen uns einfach mal komplett hoch. Natürlich gibt es hier wieder Gold ohne Ende. Oh, hättet ihr das ganze einzelne Gold... Das ist zwar ein cooles Gimmick mit den einzelnen Goldmünzen, aber hättet ihr das nicht in Goldsäcke oder so verpacken können? Müssen wir hier immer einzeln klicken. Klick. Eine Gabel in einem Schädel. Alles klar. Nein, mit Bones wollte ich nicht reden. Es wird tatsächlich Nacht. Oder es wird dunkel. Hier ist eine 10er-Truhe, alles klar. Noch nicht oben auf dem Schiffsdeck. Besen, Handspiegel, ein bisschen Gold. Immerhin. Was gibt es dann hier oben? Eine Blutkappe. Ui, und ein Kerzenhalter? Okay. Dann war das schon die Truhe hier fürs Schiff. Tatsache. Aber eine Blutkappe war gut, oder? War das nicht was für unser Rezept? Die Blutkappe, daraus machen wir Geist. Ja, genau. Ja, perfekt. Die Geistpaste machen wir daraus. Ja, das hat sich immer mega gelohnt. Ich finde es mittlerweile mega... Also, wenn wir irgendwo so die Kräuter, diese speziellen Kräuter für irgendwas, die der Elixiere finden, finde ich das schon fast besser als alles andere irgendwie. So, hier ist nichts mehr. Ja, dann erstmal RIP, Äffchen. Du musst das nicht miterleben. Wie ich da unseren Affen reinschicke. Der uns da geilen Shit rausholt dann. Wo ist er denn? Wo ist denn unser Äffchen? Da. Zwischen die Dielen und Planken. Ah, Gold. Ein Kerzenhalter. Ein Rum. Ist immer wichtig. Ein Grog haben wir, glaube ich, auch noch eingesammelt gerade. Ne, zwei Rum. Es lohnt sich immer wieder, alles aus dem Spiel mitzunehmen. Immer wieder lohnt sich das. Sehr schön. Dann haben wir das ja gut gelöst. Und wir laufen dann mal den Weg hier zurück. Und dann sind wir auch schon auf der Seite. Dann haben wir die Seite schon mal zumindest erkundet in dem Part. Den Teil der Insel. Bones hat sich anscheinend wieder irgendwo festgebackt. Ah, der kommt schon nach. Der kommt schon nach, der alte Hauding. So, haben wir denn hier auch Sachen... Haben wir denn auch Sachen hier in den Flüssen? Da können wir es auch bestimmt hochziehen. Jawohl, da ist ein Lagerfeuer.
Oh, der kämpft. Komisch. Irgendwie kommt mir gerade das Wort Bürzel in den Kopf geschossen. Wenn man das oft hintereinander sagt, dann hört sich das komisch an. Was du nicht sagst. Reiß ihm den Kopf ab! Warum killt ihr die Enten? Fang nie einen Streit an, wenn du ihn nicht gewinnen kannst. Hä? Warum töten die Enten, die Verrückten? Warum gibt's hier ein Bett? Das finde ich gut, weil dann können wir nämlich hier... Zack. Warum haben die Enten gekillt? Sind die verrückt? Scheiße, nichts habe ich gemacht. Du warst doch der Meinung, dass es nötig ist, hier ein Feuer anzuzünden. Aber doch nur, weil ich dachte, dass Enten Angst vor Feuer hätten. Anscheinend hast du da falsch gelegen, oder? Ja, ja, ich geb's ja zu. War eine Scheißidee. Was machen wir jetzt? Ja, uns bleibt wohl kaum eine andere Wahl. Wir müssen die Enten töten. Ich bin der Meinung, dass wir alle töten sollten. Nur um sicher zu gehen. Aber lass uns erstmal abwarten. Vielleicht war das ja ihr letzter Angriff. Na, wollen wir es hoffen. Okay, ich glaube, die Dudes haben ein wenig einen an der Klatsche. Oder Paranoias, oder beides. Killen die hier einfach die Enten? Warum? Gut, werden wir sicherlich gleich erfahren. Was zur Hölle ist mit den Jungs los? Friedliche Ente, friedliche Ente, friedliche Ente. Die kann ich doch nicht umlegen. Och nö. Das Spiel verlangt wieder Dinge von mir, die ich nicht erfüllen kann. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Laber nicht, hier sind wir runtergegangen. Aber den Weg sind wir nicht hochgegangen. Alles klar. Deswegen waren wir hier noch nicht. Und hier ist noch eine Ratte, die überlebt hat. Ich will die friedlichen Enten nicht töten. Oh nö. Verdächtige Ente? Was? Ihr müsst gerade mal mein Gesicht sehen. Ratten können wir töten. Erstmal. Das scheinen Questenten zu sein. Und die will ich erst töten, wenn wir gleich mit den Leuten gesprochen haben. Da mit den beiden. Mit den verwirrten Dudes da am Lagerfeuer. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt mit denen reden. Ich will wissen, was hier los ist. Diese Insel scheint überrannt von widerlichen Kreaturen. Du solltest dich hier nicht unnötig lange aufhalten. Hast du noch einen an der Marmel? Was machst du hier mitten in der Wildnis? Ich bin mit den Piraten hier angekommen. Sie haben mir eine Überfahrt gewährt. Ich bin auf eigene Faust losgezogen, um herauszufinden, wie schlimm es um die anderen Inseln steht. Was meinst du? Na, das dunkle Land natürlich. Ich wollte wissen, wie weit es sich verbreitet hat. Aber jetzt sitze ich erstmal hier fest. Okay. Ich könnte versuchen, dich hier wegzubringen. Das ist sehr nett von dir, aber nein, danke. Ich werde vorerst hier bleiben und diese Insel studieren. Wenn ich wirklich hier weg will, dann werde ich das auch schaffen. Hast du ein Problem mit Enten? Das ist doch nicht mehr normal, wie sie sich verhalten. Wenn du nachts aufwachst und sie dich ohne zu blinzeln einfach nur anstarren. Irgendetwas stimmt doch mit diesen Viechern nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten sie alle umbringen. Sicher ist sicher. Der Kerl ist völlig durch. Der ist wirklich völlig drüber. Ich habe wirklich gedacht, auf dieser Insel gäbe es viele Reichtümer zu holen. Stattdessen ist das Einzige, was man hier findet, der Tod. Was erwartest du? Du hast recht. Diese Insel ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß, dass ich recht habe. Überall diese bösartigen Monster. Oh, ich bin echt kurz davor, die Fliege zu machen. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Warum bist du noch hier? Ja, warum? Na, weil ich hier nicht mehr wegkomme. Wir sind hier gelandet, weil wir gehört hatten, dass es hier eine Menge Schätze geben sollte. Tja, da wurden wir ganz schön aufs Kreuz gelegt. Die gesamte Crew ist entweder tot oder in alle Himmelsrichtungen versprengt. Aber das macht sowieso keinen Unterschied mehr, weil unser Schiff gesunken ist. Schätze, die Penner von der Inquisition hatten mehr Glück. Warum schließt du dich nicht der Inquisition an? Nein, danke! Bevor ich zur Inquisition krieche, bleibe ich lieber erstmal hier. Ja, zur Not binde ich mir ein paar Schildkröten zusammen und baue mir ein Floß oder so. Ich werde hier schon noch wegkommen. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Was ist denn mit den Enten hier los?
Enten? Das sind keine Enten. Das sind die Diener des Todes, mein Freund. Was? Was? Kennst du das, wenn du nachts aufwachst, weil du denkst, jemand beobachtet dich? Tja, ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann standen sie plötzlich hier. Stehen um mich herum und starren mich aus ihren kalten, leblosen Augen an. Als würden sie mir jeden Augenblick den Verstand rauben wollen. Kann es sein, dass du ein bisschen überreagierst? Laber keine Scheiße. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, die Enten werden von einer größeren Macht kontrolliert. Eine Macht, die sie umherschwirren lässt, um die Menschen zu testen und zu sehen, wer schon reif ist, um gepflückt zu werden. Wir sind nichts weiter als eine Nahrungsquelle für sie. Sie ernähren sich von unseren Gedanken. Vermutlich gibt es irgendwo eine Gehirnente, die alle anderen steuert. Wenn wir diese Ente finden und töten würden, ich bin überzeugt, dass dieser Spuk dann aufhört. Ich werde deine böse Ente für dich töten, wenn es dir dann besser geht. Das würdest du tun? Ich habe wirklich eine Riesenangst vor diesem Mistvieh. Aber egal, was Fletcher sagt, ich will nicht, dass du die anderen Enten tötest. Es sind eigentlich friedliche Tiere, die nur kontrolliert werden. Also pass ein bisschen auf beim Kämpfen. Wo kann ich diese böse Ente denn finden? Lass mich raten. In deinem Kopf? Was? Quatsch nicht! Diese Ente gibt's wirklich! Daran habe ich auch nicht gezweifelt. Wenn du von hier aus Richtung Nordwesten gehst, da solltest du recht schnell auf sie treffen. Du wirst sie erkennen. Sie sieht irgendwie verdächtig aus. Kannst du mir noch etwas beibringen? Na klar. Ja, warum wundert mich das nicht, dass wir hier trinken lernen können und so weiter? Och, komm, aber machen, ne? Puh, wir benutzen eh keinen Trank gefühlt irgendwie, Krok oder Fusel. Also, wir sollen nicht die friedlichen Enten töten, sondern die verdächtige Ente. Und die verdächtige Ente ist ein fucking Truthahn. What? LOL, da kommt echt ein Seelenfresser raus? Wollt ihr mich verarschen? Wie gut ist das bitte gemacht? Ich hab gedacht, wir hauen jetzt den Truthahn um und dann war's das. Jetzt haben wir echt den zweiten Seelenfresser hier. Ich geh kaputt. Deine Ente war ein Seelenfresser. Ha! Ich hab doch gewusst, dass etwas nicht stimmt mit dieser Ente. Ist er tot? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Ach, das ist sehr gut. Hier hast du etwas Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Was ist mit den friedlichen Enten? Hast du sie verschont? Ja, aber ich werde mich noch um sie kümmern. Du bist ein Arsch! Mehr fällt mir dazu nicht ein. Tu, was du nicht lassen kannst. Naja, Fletcher wird sich freuen. Ah, komm. Haben wir schon die friedliche... Haben wir die böse Ente schon weggehauen? Komm, wir lassen die friedlichen Enten. Was sollen wir? Das ist doch Quatsch. Hier. Ich habe sie verschont und werde sie auch am Leben lassen. Das ist sehr gut. Hier, nimm das als Dank der Enten. Die kleinen Biester müssen nicht sterben. Jetzt können wir die noch verarschen. Deine böse Ente ist zurück. Was? Wie? Mann, Alter, hör auf, mich zu verscheißern. Für einen Moment dachte ich, mir gehen die Lichter aus. Hier hast du ein bisschen Gold. Aber dafür erschreckst du mich nie wieder. Deal? Deal. Nice. Okay, mit dem reden wir im nächsten Part, Leute. Ich bin perplex. Hier war wirklich eine verdächtige Ente, die ein Truthahn war, ein Seelenfresser. Das soll uns meiner abnehmen. Ich würde aber sagen, damit war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.